Hallo, ich zeige zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man diese beiden Produkte auftragen kann. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite mit zwei verschiedenen Paletten und ich zeige, wie ich das gemacht habe. Das ist der Multiglitterliner. Der wird aufgeschraubt und jetzt überlege ich, mit welcher Palette und ich entscheide mich für die Marlene. So, dann wollen wir mal anfangen. Das ist die Palette Marlene Smoky Eye. Ich fange mit dem hellsten Farbton an, das ist Marlene Strahlen. Und das mache ich mir mit dem Lidschattenpinsel von Make-up Coach drauf. Und dann gehe ich mit dem Schlupfi-Puschel in die Farbe Marlene Rauchig. Und dann mache ich mir das in die Lidfalte. Ich nehme so viel, wie ich das möchte. Man kann weniger auftragen oder natürlich auch gerne mehr. Das ist jedem selber überlassen, wie viel er nimmt. Und den dunkleren Ton muss man nicht dazu nehmen. Ich finde es aber immer sehr schön. Und deswegen nehme ich auch Marlenes Geheimnis noch dazu und verstärke den Schatten in der Lidfalte noch ein bisschen. Dann ist das noch ausdrucksvoller. Jetzt nehme ich den Smoke Liner in einer passenden Farbe dazu. Das ist so Metallic Grau. Und dann kommt schon der Einsatz von diesem Glitterliner. Ich habe den Smoke Liner nur bis zur Hälfte aufgetragen, um zu zeigen, wie dieser Glitterliner auch alleine aussieht. Und das mache ich dann zuerst. Ich fange in der Mitte an und dann mache ich ihn nachher auch über dem Smoke Liner, damit man sehen kann, wie das aussieht. Entweder alleine oder in Verbindung mit dem Smoke Liner und mit Mascara sieht das natürlich noch schöner aus. Und jetzt kommt der Brown Gold Glitter Liner. Und ich überlege ein bisschen und dann entscheide ich mich für romantische Augenblicke. Das Auge wird erstmal abgepudert und dann nehme ich den Farbton aus der Palette Warm Vanilla. Und das trage ich mir großzügig auf das bewegliche Lid und dann gehe ich in die Farbe Latte M, in die Lidfalte mit dem Schlupfi-Puschel und dann mache ich mir so viel darauf, wie das für mich schön aussieht. Kann man auch entscheiden, möchte man viel oder möchte man wenig. Und dann kommt der Smoke Liner Kakaobraun, mache ich außen ein bisschen mehr und nur bis zur Mitte und auch unten nur bis zur Mitte, weil ich auch noch zeigen möchte, wie der Glitterliner alleine aussieht. Und wie bei dem anderen Auge mache ich es auch hier so, dass ich erstmal in der Mitte so ein bisschen was rauf mache, weil so könnte man es ja auch auftragen. Dann zeige ich, wie er alleine aufgetragen aussieht und dann über den Smoke Liner. Und auch unten ein bisschen in der Mitte, wie man das möchte, kann man selber entscheiden natürlich, was man schön findet. Und mit dem Mascara sieht es noch schöner aus. Und so sind beide Looks entstanden mit den Paletten und den passenden Glitterlinern.